Hallo und herzlich willkommen zu Roomup TV. Mein Name ist Max und heute möchten wir euch von Kersparkett die Artisan-Kollektion vorstellen. Wir werden im Video auf folgende Themen eingehen. Als erstes ein bisschen den Aufbau und die technischen Daten besprechen. Dann, was ihr für Zubehör und Werkzeug für die Verlegung braucht. Auf was ihr vor der Verlegung von diesem Parkett achten solltet. Und danach werden wir euch ein wenig die schwimmende Verlegung mal zeigen. Gehen wir nun im ersten Punkt auf den Aufbau und die technischen Daten ein. Bei der Kers Artisan Kollektion ist es so, dass wir ein Mehrschichtparkett haben, das aus drei Schichten besteht, wie man hier auch sieht. Wir haben oben die Deckschicht, die auch das Dekor bestimmt, also Eiche oder Ahorn. Dann haben wir die Mittellage, die aus Kiefer oder Fichte besteht. Und als letzten unteren Boden haben wir so den sogenannten Gegenzug. Das komplette Produkt ist aus Echtholz gefertigt, also wirklich ein richtiges Parkett. Haben bei dem Boden eine Gesamtstärke von 15 mm. Die Deckschicht hier bei dem Boden besteht aus 2 bis 3,5 mm, je nach Oberflächenveredelung. Wenn es ein handgehobeltes ist, kann es immer natürlich ein bisschen variieren. Format haben wir hier eine Landhausdiele, das heißt also eine Einstab. Haben eine Länge von 1,90 m und eine Breite von 19 cm. Alle Böden der Artisan-Kollektion sind naturgeölt, also sind keine lackierten Böden dabei. Und die Sortierung ist Dynamic. So nennt es Kers. Das ist eine sehr lebhafte Sortierung, die ein großes Farbspiel drin hat, auch mal Äste und Risse zeigt. Also es ist ein wirklich sehr lebendiger Boden. Im zweiten Punkt möchte ich euch zeigen, was es für Zubehör zu dem Boden gibt und was ihr für Werkzeug für die schwimmende Verlegung braucht. Einmal ist es wichtig, dass bei dem Parkettboden, wenn der schwimmend verlegt wird, dass ihr die passende Unterlage habt. Da hat Kers verschiedene im Angebot. Es gibt für mineralische Untergründe, für Holzuntergründe oder auch für Fußbodenheizung immer spezielle Unterlagen. Wir werden heute hier eine Unterlage verwenden, die auch eine integrierte Dampfsperre hat. Das heißt, dass keine Feuchtigkeit aus dem mineralischen Boden oder von der Fußbodenheizung nach oben steigen kann. Alternativ könnt ihr auch nur eine PE-Folie drunter legen, damit auf jeden Fall gesichert ist, dass keine Feuchtigkeit von unten hochsteigen kann. Dann gibt es natürlich passend zum Boden auch die Sockelleisten von Kers. Gibt es in Echtholz, passend immer farblich passend abgestimmt zum Bodenbelag oder auch in klassisch weiß, kubische, die haben wir auch immer da. Bodenprofile, falls ihr mal einen Übergang habt in andere Räume, da haben wir zum Beispiel das Übergangsprofil, dass ihr, wenn ihr zwei Räume verbinden wollt, einen schönen Übergang haben möchtet. Dann ein Anpassungsprofil, wenn ihr zum Beispiel das hohe Parkett auf einen flacheren Boden wie einen dünnen Teppichboden oder einen dünneren Vinylboden angrenzen lassen wollt, gibt es sogenannte Anpassungsprofile, die den Höhenausgleich nochmal anpassen, dass ihr keine Stolperkante habt. Oder auch für Terrassen oder Abschlüsse an Treppen haben wir auch sogenannte Abschlussprofile. Auch wichtig ist, dass ihr euch das passende Öl zu dem Boden immer dazu bestellt. Die Böden sind vorgeölt, aber es empfiehlt sich immer nach der Verlegung, den Boden nochmal komplett einzuölen, dass er wirklich einen schönen Glanz hat und wirklich ordentlich versiegelt ist. Werkzeug braucht ihr bei dem Boden ganz gar nicht so viel. Der hat ja die 5G-Verriegelung. Da empfiehlt sich auf jeden Fall, dass ihr einen Zollstock, einen Bleistift und einen Winkel habt, um euch einfach Schnittmarken zu setzen. Und dann gibt es von Kers noch einen speziellen 5G-Schlagklotz, um einfach nochmal die Verriegelung ranzuziehen, an sich ranzuziehen den Boden. Das zeigen wir euch nachher auch. Zugeisen für die letzten Reihen immer. Es ist hilfreich, dass ihr einfach die letzten Reihen, wo ihr dann nicht mit dem Schlagklotz mehr drankommt, dass ihr die an euch ranziehen könnt, dass die Verriegelung richtig einrastet. Dann empfiehlt sich auch noch einen Hammer zu haben. Und ganz wichtig sind auch sogenannte Abstandskeile, damit ihr den Boden ringsherum im Raum Dehnungsfugen einhalten könnt und richtigen Abstand habt. Um die Planken zu kürzen, empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Tischkreissäge oder eine Stichsäge zu haben, dass ihr die einfach schöne Schnitte kriegt und euch die Planken auf die richtige Größe zurechtschneiden könnt. Jetzt wollen wir euch noch ein paar Tipps geben, auf was ihr vor der Verlegung achten solltet. Wenn ihr das Parkett zu Hause habt, achtet auf jeden Fall darauf, dass die Pakete komplett unversehrt sind, dass ihr keine Beschädigung habt, dass die Pakete geschlossen sind. Es geht einfach darum, das Parkett muss auch erstmal akklimatisieren bei euch in den Räumen. Das heißt, in dem Raum, wo ihr das verlegt, sollte eine Luftfeuchtigkeit von 30 bis 60% herrschen, Temperatur zwischen 15 und 23 Grad. Und da solltet ihr auf jeden Fall das Parkett in geschlossenen Paketen mindestens 3 Tage lagern lassen. Das ist einfach dadurch, dass das Parkett Feuchtigkeit ja aufnehmen kann, sich an die Umgebenheit anpasst, an die Temperatur. Und dadurch habt ihr dann optimale Bedingungen, um mit der Verlegung zu starten. Genauso sollte der Untergrund geprüft werden. Das macht ihr am besten mit einer Richtlatte, einer langen oder einer langen Wasserwaage, die so, sag ich mal, 2 Meter haben sollte.
Da hat Kers auch einige Vorgaben gemacht zu den Unebenheiten. Praktisch auf 2 laufende Meter sollte nicht mehr als 3 mm Unebenheit sein. Also wirklich mal gucken, 2 Meter Richtlatte hinlegen und gucken, dass ihr nirgendwo einen Spalt habt, der größer ist als 3 mm. Auf einem Meter, wie wir es hier haben, gibt es noch eine Toleranz von 2 mm. Und auf 0,25 Meter, also auf 25 cm, noch eine Toleranz von 1 mm. Ist es nicht gegeben, solltet ihr auf jeden Fall den Untergrund ausgleichen. Entweder mit einer Ausgleichsmasse, damit ihr einfach eine ebene Fläche habt und das Parkett nicht schwingen kann. Genauso muss auch der Untergrund auf Feuchtigkeit geprüft werden. Er sollte wirklich sehr trocken, sauber, staubfrei und eben sein. Genaue Angaben zu den Feuchtigkeiten findet ihr auch in der Verlegeanleitung von Kers, die meistens auch immer in den Paketen dabei ist. Aber wir setzen euch auch noch einen Link hier unten in die Videobeschreibung. Bevor ihr jetzt mit der Verlegung beginnt, solltet ihr euch noch einen kleinen Verlegeplan erstellen. Das heißt, einmal die Raumgröße eintragen, die Verlegerichtung eintragen. Und dann könnt ihr einfach sehen, ob ihr auch Dehnungsfugen setzen müsst. Kers gibt das Parkett frei, durchgängig zu verlegen in einer Raumgröße von 15 x 25 Metern. Also es ist wirklich schon eine Riesenfläche. Nur da solltet ihr immer aufpassen, dass ihr genügend Dehnungsabstand zur Wand lasst. Da gibt es auch eine Formel, die heißt 1,5 mm mal die Breite des Raumes. Das heißt, wenn ihr einen 4 Meter breiten Raum habt, solltet ihr mindestens 6 mm ringsum Dehnungsabstand zur Wand lassen. Wenn der Raum 10 Meter breiter hätte, müsstet ihr schon 1,5 cm Platz lassen. Genauso messt euch auf jeden Fall die Breite, wie ihr auch die Planken verlegt. Einfach deshalb, dass ihr, wenn ihr anfangt mit der Verlegung und zur letzten Reihe dann kommt, dass ihr nicht ein Stück habt, wo ihr, sag ich mal, euch nur noch 2 cm fehlen. Deswegen messt eure komplette Breite, messt die Dielenbreite und schaut, dass wirklich die erste und die letzte Reihe mehr als 3 cm haben. Also wir empfehlen sogar 4 bis 5 cm. Und falls das nicht der Fall ist, solltet ihr auf jeden Fall die erste Reihe schon anpassen, komplett der Länge nach. Dann werden wir jetzt anfangen, werden jetzt zuerst die Unterlage ausbreiten, vollflächig, und dann starten wir auch mit der Verlegung. Eins habe ich noch vergessen zu sagen, falls ihr Profile setzen wollt, Übergangsprofile, Anpassungs- oder Abschlussprofile, ist da mein Unterbodenprofil dabei. Das heißt, das wird auf den Untergrund fest verdübelt. Das solltet ihr natürlich vorher anbringen. Das heißt, auch bevor ihr die Unterlage montiert, einfach das Profil anbohren und verdübeln, festschrauben und dann den Boden dranlegen, auch wieder da auf den Dehnungsabstand achten. Und dann könnt ihr später dann das Oberprofil einfach drauf machen und verschrauben. Dann habt ihr einen schönen Übergang. Wir werden jetzt hier bei uns mit einer halben Diele anfangen, damit ihr auch mal seht, wie die Klickverbindungen funktionieren. Bei den Kersbodenbelägen ist es so, dass ihr auch wieder mit der Federseite zur Wand beginnt. Achtet auf den Wandabstand, also mindestens, wir empfehlen euch immer so 10 mm bei einer normalen Raumgröße von so 4 x 5 Metern. Wenn ihr natürlich größere Räume habt, könnt ihr das ja ganz einfach mit dieser Formel berechnen. Spart mit den Abstandskeilen also nicht, legt die wirklich am Anfang nicht sparsam, weil bei Parkett ist es wirklich so, dass ein Naturprodukt ist, das Feuchtigkeit aufnehmen kann, auf Temperatur reagiert, arbeitet es wirklich sehr stark. Genauso empfehlen wir euch auch, keine festen Gegenstände wie Kücheninsel oder sonst was auf einen schwimmend verlegten Parkettboden zu stellen, weil einfach das Parkett da nicht arbeiten kann und es passieren kann, dass einfach die Klickverbindung an den Stirnseiten oder an den Längsseiten, dass sich nach oben wölben kann, weil es sich einfach nicht mehr ausdehnen kann. Mischt auch immer, macht euch 3 Pakete auf, mischt daraus die Dielen, dass ihr einfach ein harmonisches Verlegebild kriegt. Wir müssen jetzt hier schon die zweite Planke kürzen. Wieder 2 Möglichkeiten. Ihr messt euch die Länge komplett aus, bis zur Planke hin unten, übertragt die Länge. Oder so wie wir es machen, dreht es einfach um 180 Grad. Achtet hier auch wieder auf die Abstände und markiert euch jetzt an der Stelle den Schnittpunkt und dann mit einem Winkel schöne Schnittmarke setzen, die Linie zieht, ja. Und dann kürzen wir unsere Planke. So, Planke haben wir gekürzt, wieder hier die Abstandskeile setzen. Und dann könnt ihr dank der 5G-Verriegelung, passt auf, dass es wirklich bündig ist,
Einfach den Boden nur leicht runterdrücken, da hört ihr auch so ein leichtes Klicken. Und dann ist der Boden schon verriegelt. So, jetzt können wir mit der zweiten Planke eigentlich mit dem Reststück weitermachen. Hier solltet ihr darauf achten, hier empfiehlt Kers auch, dass ihr immer die Stöße um 50 cm versetzt lasst. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier nur knappe 28 cm. Das heißt, wir werden uns hier nochmal ein Stück abschneiden von dem Reststück, dass wir wirklich 50 cm weg sind. Und dann nehmen wir einfach uns 20 cm weg, damit wir diese 50 cm einhalten. Und kürze die Planke auch nochmal schnell. So, wir haben unsere Planke jetzt gekürzt, haben sichergestellt, dass wir einen Fugenversatz von mindestens 50 cm haben. Legen jetzt wieder unsere Abstandskeile hinten hin. Winkeln den Boden so ca. 20-30 Grad ein und schieben ihn bis an die Wand und lassen ihn dann ganz einfach fallen. So, ihr seht, ihr braucht hier eigentlich so gut wie kein Werkzeug. So, nehmen wir uns die nächste Planke. Hier müssen wir auch wieder kürzen. Das heißt, wir drehen die Planke 180 Grad. Und die Planke kürzen. So, wieder die Planke gekürzt. Jetzt winkeln wir sie wieder 20-30 Grad ein. Jetzt rüberschieben, dass man hier bündig ist. Ja. Und das Klicken. Falls ihr irgendwo seht, dass ihr einen Spalt habt, benutzt den Schlagklotz, den speziellen, und einfach ein paar leichte Schläge dran. Hier haben wir jetzt hier ein Reststück von nur 10-12 cm. Das werden wir jetzt nicht weiter benutzen, einfach darum, weil es keinen großen Halt macht, keinen großen Halt gibt und wir hier nicht den Fugenversatz von 50 cm gegeben haben. Das heißt, wir nehmen uns eine ganze Planke, werden die wieder 20 Grad circa einwinkeln, Abstandskeile hinten an die Seite, bis an die Wand, schön ranziehen und dann einfach fallen lassen. Jetzt haben wir noch unsere halbe Planke, wo wir angefangen haben. Das heißt, hier werden wir die jetzt nutzen, um das Reststück hinten auszufüllen. Abstandskeile hier auch wieder rein, Schnittmarkierung wieder setzen und die Planke auf die gewünschte Länge kürzen. So, letztes Stück ist gekürzt. Reinwinkeln. 20 bis 30 Grad. Und wieder ganz einfach runterfallen lassen. Und schon haben wir unsere kleine Fläche komplett verlegt. Wenn ihr nun eure Räume dann komplett fertig verlegt habt, könnt ihr auch schon beginnen, die ganzen Abstandskeile zu entfernen und könnt dann eure Profile, falls ihr welche habt, anbringen oder dann auch natürlich eure Sockelleisten. Achtet nur wirklich bei den Sockelleisten, wenn ihr euch die bestellt, dass ihr euch die in der richtigen Breite auch bestellt, je nach Dehnungsfuge, je nach Raumgröße, dass die auf jeden Fall abgedeckt werden. Wenn ihr dann komplett fertig seid, empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Boden komplett grund zu reinigen, dass die ganzen Holzspäne und feiner Dreck, dass der komplett weg ist. Und wenn das gemacht ist, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, ölt den Boden komplett ein, damit ihr wirklich lange Freude dran habt, damit er schön aussieht. Und wenn ihr das gemacht habt und das Öl eingezogen ist, das dauert auch so 8 bis 12 Stunden, dann könnt ihr den Räume komplett möblieren und schon begehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr trotzdem noch weitere Fragen habt oder ein Angebot möchtet für den Bodenbelag, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, uns anrufen oder einfach hier in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert, damit ihr einfach keine weiteren neuen Trends oder Verlegetechniken verpasst. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.